Hallo meine Freunde von Fettspielen, hier ist euer Fred und ich spiele für euch zum 191. Mal Good Game Empire. Wir klicken weg, was wir hier sehen, die News sind weg und wir haben mal wieder eine Quest erfüllt. Wurde auch mal Zeit. Die Zeit für Aufschwung ist da. Vergesst nicht, dass Neider eure Rohstoffe stehlen können. Aha, und wir haben den Steinbruch auf Stufe 9 ausgebaut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist drin. Und hier werde ich auch noch 3 Lederbeutel öffnen. Oh, hier habe ich gleich ein Item bekommen. Sehr, sehr schön. Ein Gegenstand. Einen seltenen Helm des Brechers. Das klingt auch sehr, sehr gut. Den könnte ich dann mal gleich in meine Schmiede zu vielleicht irgendetwas Wertvollerem machen. Und das geht jetzt erstmal weg. Und ja, machen wir das doch gleich, oder? Gehen wir gleich mal in die Schmiede rein, jetzt bevor ich es dann vergesse. Was haben wir denn hier alles? Ah ja, seltener Helm, seltener Helm. Vielleicht können wir mittlerweile, jawohl, das kriegen wir hin. Können wir alles zusammenschmieden. Haben jetzt genug seltene Gegenstände. Und ihr wisst ja, wenn man 6 Gegenstände einer Klasse zusammenschmiedet, dann kommt ein neuer Gegenstand raus, der in der Güteklasse 1 darüber steht. Und das ist heute, zack, da ist er fertig, der epische Helm des Unaufhaltsamen. Reduziert den Grabenschutz des Feindes, die Armee wird später entdeckt und erhöht die verdienten Ruhmpunkte. Das klingt doch alles richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, wer diesen tollen Helm dann tragen darf. Wir haben Lero Badescu, der hatte schon den epischen Helm des Helden, The Skin Presenter. Der kann doch auch noch einen bekommen und Paule kriegt dann den epischen Helm des Unaufhaltsamen. So haben meine ersten 3 Feldherren hier alle 3 einen epischen Helm auf dem Kopf. So, Münzen werden abgeholt. Das mache ich und muss es mal wieder mit einer Bestechung machen. Dafür gibt es jetzt auch 5112 und es wird noch mehr. Hier sind es jetzt 5148. Da ist auf jeden Fall richtig viel drin. Und richtig viel habe ich hier auch in meinem Postfach. 98 Nachrichten. Oh mein Gott. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder da. Fast 100 Nachrichten beackert. Eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören. Ja, die Arbeit ist getan. Ich bin jetzt schon fix und alle. Aber nein, es geht natürlich erst weiter. Und es geht erst richtig los, würde ich mal sagen. Wir können uns eine Belohnung abholen. Wir haben noch gar nichts getan. Aber schön, schon wird man belohnt. Ist das nicht toll? Das ist mal ein schönes Leben. Was ist denn hier wieder los? Eure Burg sieht ganz brauchbar aus. Vielleicht taugt ihr ja was. Sie hat ein kleines Problem mit Seeräubern. Das ist das Event. Und habe ich euch ja schon letztes Mal gefragt, ob ihr da überhaupt am Start seid. Ihr habt da noch gar nicht so richtig geantwortet. Wer von euch macht denn dieses Event mit? Das möchte ich mal gerne wissen. Schreibt es am besten hier als YouTube-Comment unter dieses Video. So, wir sind in unserer Hauptburg. Hauptburg, da klingeln bei mir alle möglichen Alarmglocken. Da habe ich nämlich was. Da habe ich doch diesen tollen Plan. Ich werde ihn jetzt mal hervorheben. Ihr hört das Papier rascheln. Jawohl. Und das ist nämlich dieser Plan, der mir Good Game Empire Player 10 gegeben hat, wie ich meine Hauptburg umstellen kann. So, wir haben beim letzten Mal die dritte Reihe auf jeden Fall fertiggestellt und die vierte Reihe angefangen. Ne? Genau, hier ist Park und da ist, muss noch ein Park stehen. Da muss noch ein Park gehen. Also ich muss als nächstes 2 Parks bauen, um hier diesen Plan weiter verfolgen zu können. Dann machen wir das Ganze doch. Ich bin gerade, hier bin ich richtig. Da ist der nächste Park, da kommt einer hin. Und da geht es auch gleich weiter. Sehr, sehr schön, das haben wir gemacht. Und ich kann das hier wieder zurücklegen. So, alle sind zufrieden und wir machen weiter. Erster Außenposten. Was gibt es denn hier noch zu tun? Hier ist ja schon alles so wundervoll abgegradet. Aber ich glaube, eins der Wohnhäuser kann man nochmal hochholen. Ne? Jawohl, erhöht die Bevölkerung die Steuereinnahmen. Da sind wir doch auf jeden Fall große Freunde von, so viel Geld, wie wir damit machen. Und deswegen werde ich auch hier das nächste Wohnhaus upgraden. Und auch in der Kaserne wollten wir doch hier mal wieder ein bisschen was rekrutieren. Oh geil, ich habe bald 100 Schwer... Also wenn ich 100 Schwerkämpfer habe, dann greife ich damit an. Ja? Das werde ich auf jeden Fall machen. Die verheizt sich dann in einer schönen Raubritterburg. Und das heißt, beim nächsten Mal habe ich dann ja noch 4 mehr und dann wird das auch was. Sehr, sehr schön. Wir können uns auf jeden Fall schon mal eine Belohnung abholen. 730 Münzen, so viele Münzen, Münzen, Münzen. Und da werde ich auch gleich mal genau das machen, was mir Lukas empfohlen hat. Der hat gesagt, ich könnte doch mal die ganzen Münzen in die Allianzkasse spenden. Wenn ich schon so reich bin, dann kann ich das auch machen und ich glaube, da hat er auch recht. 74.900 Münzen. Nehme ich jetzt mal mehr als die Hälfte und das kommt alles schön in die Allianzkasse rein. Dann freut die Kasse sich. Und hier bei den Mitgliedern könnt ihr auch mal sehen, wer wie viel gespendet hat. Und der Weg, der guckt euch mal an, der hat hier richtig vorgelegt. Und
Dadurch, dass er sich hier sehr verdient gemacht hat, werde ich ihn jetzt ganz, ganz offiziell befördern. Zum General der Allianz Fettspielen. Ist das nicht toll? Und ihr seid live und in Farbe mit dabei, wie Vectic zum General wurde. Sehr, sehr schön. Wir haben übrigens noch zwei offene Plätze. Wer hat denn von euch Lust, in dieser Allianz mitzumachen? Der kann sich natürlich gerne melden. Und wollte ich nicht noch was in Allianz machen? Ja, genau. Ich habe nämlich auch noch einen Tipp von euch bekommen. Und zwar von vielen, unter anderem von Black Box Play. Der hat gesagt, ich kann da den Allianz-Chat mal wieder hier reinholen, dieses Chatfenster. Ehrlich gesagt, ich meine, das ist hier ziemlich ungenutzter Raum. Und hier nimmt dieser Allianz-Chat tatsächlich auch Raum und Platz weg. Ich weiß überhaupt gar nicht, weswegen der da ist. Deswegen machen wir es jetzt wieder zurück. Gehen also auf Allianz. Und du hast jetzt gesagt, ich sollte jetzt auf Chat und Pinnwand gehen. Das ist hier und da. Den Mini-Chat. Ah, das hier wegmachen. Alles klar, dann ist das wieder weg und ist jetzt hier integriert. Ja, lassen wir das doch gleich hier drin. Ich meine, dann ist dieser Raum nicht so sinnlos gefüllt und Vectic schreibt mir gerade, jawohl, bin live dabei. Und du auch. Und du bist jetzt General. Da freut sich auch der Vectic und wir können uns noch eine Belohnung abholen. Meine Fresse, 1200 Holz und 1385 Steine sind auch mit dabei und wir gehen in unseren zweiten Außenposten. Hier war ich immer noch dabei, die Türme abzugraden, so weit, so gut. Macht dann auch hier Turmstufe 2, wird Turmstufe 3. Dann sind wir damit auch durch und ich glaube, ich könnte jetzt den Sprung wagen in den Immerwintergletscher, in unsere Nordburg. Hier gibt es ja mehrere Sachen, die ich machen kann, aber wir gucken auch mal wieder ins Questbuch, oder? Schon lange nicht mehr reingeguckt. Rasten heißt aber rosten und wir wollen auch das vierte Stadthaus, das vierte Wohnhaus auf Stufe 5 ausbauen. Das machen wir auch glatt und den zweiten Bauslot werde ich verwenden, um auch hier einen Turm abzugraden. Das sollte ich auch tun und dann ist das auch erledigt. Ich habe ja beim letzten Mal den Final Countdown ausgesprochen. Tatsächlich trennen uns weniger als 10 Folgen zur großen 200 Jubiläumsfolge. Und bisher habe ich nur eine Idee, was ich dort machen kann. Eine Idee von Good Game Empire Player 10, der hat gesagt, ich könnte dort meine epische Fahne ändern. Also diese holen und ändern, damit die hier nicht mehr nur plain gelb ist, sondern tatsächlich in die Fettspielenfarben getränkt wird. Sehr, sehr coole Idee. Finde ich sehr, sehr gut. Falls ihr noch eine andere Idee habt, was ich dort machen könnte, schreibt doch einfach in die Comments, schickt mir eine Nachricht und dann werde ich das alles mit einbeziehen. So, wen wollen wir noch mit einbeziehen? Das ist natürlich jemand von euch. Und zwar habe ich die ganze Zeit ganz, ganz nette Nachrichten von Shari Koch bekommen. Ja, also nochmal liebe Grüße an dich, Shari. Und natürlich werde ich jetzt auch mal deine Burg ansehen. Hat die nur so oft so lieb gefragt hast. Dann wollen wir nochmal gucken und sehen, was sich hinter Shari Koch und wer sie dahinter verbirgt und wie die Schlangenfestung aussieht. Wow, hier sieht es schon mal, klingt doch schon mal ganz, ganz gut. Hat sich hier alles ziemlich rumgeschlängelt und tatsächlich findet sich diese Schlange hier auch in dem offiziellen Wappen wieder. Passt also hundertprozentig. Und wir gucken mal, Shari Koch, Pfalzgraf der Allianz Umbra. Umbra, ist das nicht eine Farbe oder so? Ich glaube, die SPD hat im vorletzten Bundestagswahlkampf ihre Wahlplakate auf Umbra gemacht. Könnt ihr gerne mal nachlesen, ob das stimmt oder ob das jetzt nur gefährliches Halbwissen oder ganz, ganz gefährliches Dummschwätzen ist. Aber egal, das ist also die Vereinigung Umbra und gucken wir mal hier die Mitgliederliste. Wo sehen wir denn da Shari? Müssen wir wohl ganz nach unten kommen oder habe ich sie gerade schon übersprungen? Ah, ich klicke, da ist sie ja schon. Shari Koch, Mitglied, 49 von 53 Mitgliedern. Da ist ja richtig was los in der Allianz, der Wahnsinn. Aber jetzt gucken wir uns mal die Burg an, würde ich sagen, oder? Ja, und hier ist sie auch. Wow, das sieht aber cool aus. Mit dem Weinbrunnen, wie er hier flankiert wird von vielen kleineren Brunnen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das sieht echt cool aus. Und sie hat jetzt so ein bisschen was vom Würfel irgendwie, so eine Würfel 5. Ganz gut, aber hier ist super aufgeräumt. Meine Herren, also alles in Reih und Glied hier auch mit den Häusern und hier in dieser L-Form, wie das dort gemacht ist. Also muss ich wirklich sagen, sieht echt schön aus. Wundert mich nur, dass du so wenig Parks hast. Vielleicht könntest du ja tatsächlich sogar noch die Brunnenflächen hier noch mit Parks einrahmen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was hier der Ausbau anbelangt. Du willst doch sicherlich auch eine höhere öffentliche Ordnung haben. Aber sonst von der Deko hast du es hier echt schon richtig schön gemacht. Auch schön geordnet. Sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Gucken wir mal in den nächsten Außenposten, den ersten Außenposten, was da aussieht. Boah, ja, das ist mal nicht schlecht. Guckt euch das mal an. 1000 Schlossbugs, 5 goldene Ritter und auch noch viele, viele Drachenbrunnen. Also das sieht, boah, echt Wahnsinn aus.
Also der ist ja ausgebauter als deine Hauptburg. So ein bisschen wie bei mir. Ne? Mein erster Außenposten ist ja auch ein bisschen weiter eigentlich. Also das sieht echt Wahnsinn aus. Richtig schön. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Jetzt hast du die Messlatte ganz schön hochgesetzt. Und wow, die Messlatte bleibt oben. Und du erfüllst hier alles. Sehr, sehr schön. Das sieht auch cool aus. Das ist fast wie ein richtiger Wald hier mit den ganzen Verstecken. Auch mit den Parks. Auch super aufgeräumt. Also man sieht schon, du bringst hier eine Ordnung, eine Optik rein in deine Burgen. Also das ist ja echt Wahnsinn. Ich glaube, so gut hat mir schon lange nichts mehr gefallen, was ich hier gesehen habe. Und auch der nächste und letzte Außenposten sieht echt geschniegelt, gestriegelt aus. Und hier geht es echt stimmig, steinig ein bisschen hier unterwegs hier. Rock'n'Roll, ist ja Wahnsinn. Gucken wir mal, wie es auch im Winter aussieht. Ob du dich da auch schon so rausgeputzt hast. Na, es geht, aber auf jeden Fall auch schon dabei. Auch hier alles rein. Und hier wird gerade gebaut. Hier sehen wir gerade, wie die Parkflächen erweitert werden. Mal gucken, was du hier... was du hier noch alles für Ideen hast am Start. Aber das sieht echt super aus. Also toll, schon lange nicht mehr so schöne Burgen gesehen. So startet man noch gerne in die nächste Woche. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Und dann seid ihr vielleicht die Nächsten hier bei unserer Let's Play Good Game Empire Reihe. Euer Fred von Fett Spielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.